und versuchen es jetzt ein bisschen diskret, ein bisschen schöner zu machen. Wir sind ja immerhin Auftragsmörder und schubsen nicht irgendwelche Leute in welche Bodengruben. Sie sitzt in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Okay. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? Mehr brauchst du auch nicht wissen, den Rest erledigen wir jetzt. Aber mal wirklich ein bisschen schöner vielleicht. Ein bisschen formschöner. Nicht einfach diese Bodengrube ausnutzen. Aber es war zu verführerisch. Ruhig stellen? Ja, würde ich ja gern, aber das ist ein bisschen zu offensichtlich hier. Dance to Dawn, School of Dancing. Gar nicht mal so schlecht. Boah, ist hier was los. Benzinkanister, den nehme ich mit. Wenn der schon da rumliegt? So, stecken wir weg. Boah, da haben sie aber nicht an NPCs gegeizt im Spiel. Was gibt's denn hier unten? Ein schöner Ort, um Leute zu entsorgen, würde ich sagen. Aber wer kommt denn schon hier runter freiwillig? Da oben ist es ein bisschen zu offensichtlich, jemanden auszuschalten. Was sagt denn mein Instinkt? Dass da hinten was ist. Und was ist denn das? Guter Instinkt. Die Drogen des Königs, bereit zur Kontamination. Okay. Die muss ich kontaminieren, nur mit womit? Ich habe jetzt keinerlei Gift oder sowas im Petto. Das muss ich wohl erstmal finden hier irgendwo in Chinatown. Ist denn hier irgendwo ein Giftmischer? Oder hier? Benzinkanister mit Ziegelstein austauschen. Kann ich da Benzin in die Drogen kippen? Wohl eher weniger, oder? Hier ist der gute Tedulan wieder. Wenn nicht eine Zweigstelle oder ein anderer. Schönes Restaurant. Krieg gleich Hunger, wenn ich das sehe. Erste-Hilfe-Kasten brauchen wir jetzt noch nicht. Benzinkanister mit Axt austauschen. Ja, da ist doch die Axt, denke ich mal, eine Stufe besser. Huch. Hallo? Hab ich da jetzt jemanden gesehen? Ich dachte schon. Ich habe die 7 bestellt. Was für saftige Früchte, die sie hier zum Verkauf stellen. Schön. Was gibt's da? Die bieten hier fleißig vor sich hin. Ist ja mehr Auktion als Markt hier. Axt mit Messer austauschen. So, eindringen. Ja. So. Och, habe ich ihn aus Versehen getötet, natürlich nur. Wird doch niemals ein Koch, so einen Zivilisten, einfach so töten. Aber er könnte wieder aufwachen. Das muss ich ja verhüten, so. Werde ich ihn mal los. Natürlich alles Biomüll. Wird gut getrennt. So. Was gibt's denn da noch? Lag da noch was Schönes? Ach, nur die alte Verkleidung. So. Axt mit Filetiermesser. Zu einem Koch passt ja wohl das Filetiermesser besser als eine Axt. Deshalb bleiben wir auch dabei. Zack. Messer weg. Flasche. Habe ich diese Waffe weggesteckt? Hallo? Ich würde gern dafür sorgen, dass das so bleibt. Weißt du, wie du mir dabei helfen kannst? Zum Beispiel, indem du pünktlich deine scheiß Rechnung bezahlst. Was? Redet er mit mir? Ach, das ist er. Ja. Das Essen sieht nicht so ganz gut aus. Es lebt ja teilweise sogar noch. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich gucken. Da hätte ich auf jeden Fall eine Gelegenheit gehabt, ihn schon zu... Nein, ich mache das nicht nochmal. Was gibt's hier? Das Essen. Die Hygiene ist nicht gerade perfekt. Das schreit gerade zu einer Lebensmittelvergiftung. Nur wie vergifte ich das bitte? Ich habe kein Gift dabei. So. Da ist ein Propangasbehälter, oder? Ja, den hätte ich auch in die Luft sprengen können. Also ich habe jetzt schon zwei Möglichkeiten, ihn
irgendwie zu vergiften. Einmal seine Drogenlieferung und zum anderen... Jetzt natürlich auch wieder. Zum anderen das Essen. Aber da fehlt mir jetzt doch das Gift dafür. Deshalb muss ich jetzt ab und zu mal mehr in den Instinktmodus gehen und gucken, wo denn hier was ist. Wie könnte man denn in Chinatown auf Gift stoßen? Auf irgendeine Droge, irgendwas, was ich ihm da reinmischen kann. Bisschen knifflig, aber das werden wir schon kriegen. Ich gehe mal hier in eine Seitengasse. Teuer prahlerisch, individuell aufgemotzt, wahrscheinlich der Wagen der Zielperson. Leider auch beobachtet. Okay, ich gehe ja schon. Ich gehe schon. Ich weiß ja nicht, dass ich ihn hab. Ja, sei doch nicht so streng. Arschloch, echt. Ein ganz einfacher Koch. Das ist die Zielperson da hinten. Auf jeden Fall. Wie kommt man nur an Gift? Erste Hilfekasten. Hier vielleicht in der Ecke irgendwo was versteckt. Da unten ist was. Messer. Bleib ich lieber beim guten, feinen Filetiermesser. Hier ist wieder Dance to Dawn. Aber ich habe doch jetzt kein Gift irgendwie schon im Inventar, oder? Nee. Was ist das hier? Nichts dergleichen. Dann gucke ich nochmal hier die Gassen durch. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Oder etwa nicht. Und vor allem, ich kann ja auch in die Wohnung des Drogendealers irgendwie eindringen. Nur wo ist der Eingang, ist die nächste Frage. Jetzt haben wir schon so einen coolen Dress als Koch. Müssen wir das doch irgendwie auch nutzen können. Naja, hier ist anscheinend doch nichts in der Anfangsgasse. Deshalb drängen wir uns wieder hier mitten in die Menschenmeute. Ach, lass mich durch. Was ist er denn für einer überhaupt? Beziehungsweise sie? Was macht sie da? Sie guckt sich die Mauer an. Kann man die bedrängen? Ja, schon, aber irgendwie ist da nicht viel Leben dran an der Frau. Ja, ja. Da darf ich nicht hin. Da werde ich direkt entdeckt. Da müsste ich am besten das Outfit von einem Sicherheitsbeamten haben. Dann könnte ich auch zum Auto vordringen. Hier war ich doch. Nee, da geht's zu Dance to the Dawn. Also hier ist schon mal die Drogenlieferung, das ist klar. Beziehungsweise war sie hier. Ich glaube, dafür war ich ja zu langsam. Mist. Betreten will ich das natürlich nicht. Verdammt nochmal, also die Option fällt schon mal wieder weg. Nur was bleibt mir als Option? Hier ist wieder diese mysteriöse Frau, die anscheinend... Verfolgt die mich? Würde ich ja glatt den Zielfeuermodus hier benutzen, aber dann habe ich ja direkt wieder verkackt. Ah, hier oben. Was? Sabotage. Da darf man sich aber nicht erwischen lassen bei, oder? Hey, ich habe einen Tipp für dich. Also sperr die Ohren auf, Kumpel. Wenn ich am Morgen frisch gemahlenen äthiopischen Kaffee bestelle, will ich keine braune Plörre haben. Kapiert? Redest du mit mir? Oh mein Gott! Ja! Ist schon okay. Sabotier einfach mal ein bisschen. Ah, Scheiße! Was ist jetzt passiert? Okay, legen wir los.
Mist, aber wir haben ihn doch konfrontiert. So. Ist hier jemand? Nee, nee, hier ist niemand. Los werden, los werden! Leiche wurde gefunden. Nein, ganz und gar nicht. Boah, ich schlag gerade auf Bono ein, glaube ich. So, ja, leg dich mal zu deinem Chef, Mr. Drogendealer. So, zack. Ja komm, das war doch schon gar nicht mal so schlecht, oder? Hier war die Wohnung des Drogendealers anscheinend, der verdächtig an Bono erinnert hat. Betreten, hier kann ich rein in den Schrank. Kann ich denn da auch rein? Guck ich mich nochmal um. Hier hätte ich natürlich auch einen prallen Blick direkt auf den Pavillon gehabt. Da hätte ich mit einem Scharfschützengewehr den sicherlich auch einheizen können. Hier kann ich reinsteigen. Ach! Wo wir gerade von Scharfschützengewehr sprechen. Ich könnte jetzt ja noch mal ein bisschen natürliche Auslese bei den Zivilisten vornehmen. Das mache ich aber nicht. So, wir nehmen das aber mit, das Gewehr. Kann ja vielleicht für nächste Mission auch ganz gut sein. Flasche und Benzinkanister austauschen. Nee, ich bleib die Flasche und nehme die mit. So. Jetzt muss ich es nur schaffen, hier zu entkommen. Wo habe ich denn jetzt mein Scharfschützengewehr hingesteckt? So, ne, hier ist noch eine Swiss 3000. Die Waffe vom Dealer, die nehme ich auch noch mit. Zack. Dann haben wir bestimmt auch noch ein paar bessere Erfolge freigeschaltet. War auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser im Vergleich zu dem... Ach, hier. Uah, uah. Ich bin schon zu lange auf der Straße, um mich von jemandem wie Ihnen verarschen zu lassen. Meine Güte. Keine Bewegung. Das sollte natürlich nicht so sein, mein Freund. Ja, das tut mir ja leid, dass du hättest mich ja nicht ansprechen müssen. Feindliches Gebiet betrete ich gerne mal. So, Verkleidung ist aufgeflogen. Das ist schlecht. Wir verkleiden mich nochmal. So, 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 so. Jetzt muss ich nur die Swiss mitnehmen, ihn schleppen. Rein, 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 rein. Komm, geh rein, geh rein. Inak. So. Waffe weg. Ich bin Security. Steuergelder wert. Ja, woher denn? Ich bin total unauffällig. Und jetzt verschwinden wir in der Menschenmenge. Ich verliere schon die Worte, so spannend ist das gerade. Und da zieht mich wieder das Dance to Dawn School of Dancing Schild magisch an. Und natürlich die Frau. Die gute Frau. Die wie gehabt in der Ecke steht. Ich verpiesel mich jetzt hier erstmal. Kann ich das hier auch? Nee, da oben. Ah, ich muss woanders raus. Jetzt muss ich nur noch beten, dass sie nicht die Leiche finden. Beziehungsweise die Leichen. Der Ausgang war ja da oben. Ich laufe auch mal ganz unauffällig, beziehungsweise gehe ich hier im sanften Schritt. Nachher fliege ich noch auf, weil ich hier zu unauffällig rumrenne. Ja, mir geht's gut, alles in Ordnung. Das ist schön, freut mich. So, hau ab! Okay, da sind auch noch zwei Sicherheitsmänner. Da gehe ich im Instinktmodus vorbei. Hey, dieser Typ. Was ist mit diesem Typen? Jetzt hau ab! Boah, Ausgang gefunden. Wir haben es geschafft. Das war doch um Weiten besser als zuvor. Eine kleine Spende für den alten Sack, ey! Das kennen wir eigentlich schon. Das drücke ich jetzt mal weg. Haben wir nochmal eine schöne Spende abgeleistet? Kann ich hier weiter? Nee, wenn weiter nicht. Noch, ne? Kann ich das wegdrücken? Ja, so haben wir es weggedrückt. Wir haben die Mission erledigt. Mit verdammt guter... Beziehungsweise ist das nicht die gleiche Punkte wie eben oder noch schlechter sogar, oder? Na egal, wir haben das Scharfschützengewehr freigeschaltet. Eine Swiss, eine Weatherman Model 60 und alles Mögliche. Das ist doch schon mal eine gute Leistung.